wir, ja, begeben uns einfach mal hinein in die Ruinen. Jetzt habe ich sehr laut gerade geschrien. Das tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Was? Während des Zuschauens nebenbei einen Schal häkeln? Ja, mach das. Ist ja kalt draußen. Da braucht man einen Schal. Kann ich absolut nachvollziehen. Ach, guck mal, wenn ich hier langsam durchgehe, wenn ich hier nicht durchrenne, dann kommen diese Dinger da gar nicht raus. Ist ja interessant. Du weißt, verstehst immer noch nicht, warum der Hauptcharakter Justin heißt. Just in time, ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist eine gute Frage. Weiß es nicht. So, wir haben einmal Kräuter gefunden. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Namen hier sehr abstrakt sind, weil Fena ist ja schon sehr abstrakt. Sue ist auch sehr abstrakt. Ich vergesse diesen Namen immer. Irgendwo schaut sicher ein Biber zu. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, warum ich ihren Namen vergesse. Der ist so kurz und ich kann mir den nicht merken. Das gibt's doch nicht, oder? Boah, ey. Ich hab's halt mit Namen, ne? Naja. So, wir befinden uns in den Domruinen. Ich gehe hier, wie gesagt, langsam durch, damit ich nicht gleich wieder von diesen Dingern auf den Sack bekomme. Wir müssen ja auch nicht immer rennen. Hä? Wer stört? Steam. Ja, Steam. Quest Hunter auf meiner Liste ist im Angebot. Das ist schön. Justin, Sue und Fena. Voll einfach. Ja, ich kann mir den Namen nicht merken. Wie heißt du eigentlich? Wer bist du? Ich kann sie mir einfach nicht merken. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Und ich habe mir auch nie Gedanken drüber gemacht. Es ist halt einfach. Günther ist am einfachsten zu merken, ja. So, Kampf. Attacke. Sue als erstes. Macht mal einen normalen Angriff. Fena macht auch einen normalen Angriff. Und Justin geht mal auf den anderen Lötlurch. Und ich hoffe mal, er ist gleich kaputt. 4 Treffer? Warte mal. Was, wann hat denn der den 4 Treffer abbekommen? Also ich habe 2 gesehen, aber nicht 4. Fragt er jeden Morgen beim... Was? Jeden Morgen beim Einschlafen? Achso, beim Aufstehen. Jeden Morgen beim Einschlafen. So lange bleibe ich nun auch wieder nicht wach. Ich gehe zwar spät ins Bett, das gebe ich zu. Aber es ist noch nicht morgen da. Oh, schön. So, die ersten haben wir platt gemacht. Ich gucke dann immer in den Spiegel und denke mir dann so, ich kenne dich zwar nicht, putze aber trotzdem die Zähne. Das mache ich auf jeden Fall. Ansonsten, nee, also, ich keine Ahnung, warum ich mir diese Namen hier nicht merken kann oder im Allgemeinen so ein schlechtes Namensgedächtnis habe. Das ist halt einfach so. Wie gesagt, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Hahaha, daneben. Haha, daneben. So. Oh, was ist denn das? Das sieht aus wie ein Phönix, kann das sein? Ich meine, wir hatten vor kurzem Osten einen Phönix, und zwar bei Okami. Aber das sieht halt auch so ein bisschen aus wie ein Phönix. Oder? Ich meine. Namen sind Schall und Rauch, Hauptsache die Zähne leuchten. Der ist gut. Den kannte ich noch nicht. Schön. Oh, schön. Okay, Tür auf. Zu den Domruinen. Ich weiß nicht, warum jetzt... Das war jetzt einfach nur der Gang für diese Etage, oder wie? Ich sehe nichts. Was ist denn hier los? Ah, sieh nur, dort. Ich kann keinen Grund sehen. Das ist ja fürchterlich. Die sehen Scheiß. Die Kamera ist auch ein bisschen schwierig, was das angeht. Hier ist eine Liane. Uah, das geht ja wirklich. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. So, weiter geht's. Ach ja. Ach, wir haben heute wieder viel Spaß. Spaß ist immer gut. Spaß muss man auch haben. Wenn man keinen Spaß im Leben mehr hat, dann wird es traurig. Ich habe heute eine Dokumentation gesehen, die hat mich echt traurig gestimmt, muss ich mal dazu sagen. Was? Durch Ask sein was? Habe ich mich beim Trinken gerade... Achso! Ach, durch sein Dings hast du dich gerade verschluckt. Aus dem Nähkästchen. Er murmelt vielleicht einen guten Morgen, aber erst im... Aber was? Aber erst wird im Grunde gekuschelt, das ist richtig.
Ich sag jetzt nicht, wie wir kuscheln. Vielleicht sage ich es doch. Ich weiß es nicht. Später. Zur späteren Stunde. Ja, nach 22 Uhr sage ich das. Jetzt darf ich das noch nicht. Jetzt können noch Minderjährige zuschauen. Was sind das hier für eine riesen Scheibe auf dem Fußboden? Hallo? Kann man die irgendwie triggern? Nein, kann man nicht. Was ist das hier? Oh Gott! Oh Gott, ist das gruselig! Ja gut, dass ich nur bis 22 Uhr streame, ich weiß. Deswegen, also... Ich habe mir, bevor ich das gesagt habe, habe ich mir nicht Gedanken drüber gemacht, als ich es ausgesprochen habe, dass ich nur bis 22 Uhr streame. Deswegen, ihr werdet es nie erfahren. Nein, mal gucken. So, hier, Fledermaus. Zu zweit. Gibt's auf den Sack. Ich bin dran. Oh, sie sind vier, zu viert. Stimmt, weil es ja zwei waren. Die kommen immer im Zweierpack. So, Attacke. Die nächste. Na, Batman. Ja. So, wir haben schon zwei geplättet. Wunderbar. Und ich glaube, da geht Nummer 3. Und Nummer 4 könnte eventuell... Oh, sie hat gerade geschwitzt. Man hat's gesehen. Ihr sind so ein paar Tropfen aus dem Gesicht entwichen. Sie hatte Angst. Sie weiß, dass sie jetzt des Todes ist. Keine Chance. Den Fledermäusen. Batman for the loose. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. So, ein paar Erfahrungspunkte zum Mitnehmen und zum Sammeln sind immer gut. Jo. Was wollte ich sagen? Ach, guck mal, da sind nochmal so ein paar Günthersse. Da oben ist so einer. Geh ich mal noch nicht hin. Ich guck mich erstmal hier oben. Vielleicht? Ah, ich glaube, das ist wieder ein Aufzug, wie es aussieht. Ich bin mir aber nicht sicher. Na gut, ich renne dann doch mal erstmal zu dem hier und klatsch ihm erstmal ein. Was wollte ich eigentlich eben noch sagen? Ich wollte eben noch was sagen, ich habe schon wieder vergessen. Ich weiß nicht mehr. Ne, vielleicht was. Ach du Schande. Wie viele? Ich habe leider nicht sowas wie Flächenschaden. Also ich kann nicht mehrere gleichzeitig angreifen. Das finde ich ein bisschen doof. So, hier, Schleimo. So, ich glaube, die erste Fledermaus ist Geschichte. Ja, das sieht gut aus. Die zweite ist auch Geschichte. Der erste Schleim ist Geschichte. Was ist mit Puffy-Angriff? Puffy, das stimmt. Puffy hätte ich machen können. Aber ich glaube, Puffy ist auch kein Flächenschaden, oder? Nicht auf mehrere Gegner. Geht auch nur auf einen, meine ich. So, das Viech hier klatsche ich mal gerade wieder zurück. Ah, das war natürlich blöd. Das war... Ich war nicht eher dran als er. So, der Schleim ist tot. Und der Günther kriegt jetzt auch nochmal auf den Deckel. Plopp, und da ist er down. Ja, okay, das war okay. Ja, not bad. But not so good. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall 95 Gold. Ein paar Erfahrungspunkte, die können wir immer gut gebrauchen. Und wir haben bald ein Level-Up mit Justin. Bei Fena dauert es noch und bei Sue hatten wir ja gerade sein. Ich bräuchte eine bessere Waffe für Fena, weil Fena macht absolut keinen Schaden. Und das ist, ja, wie das Wort schon sagt, schade. Aber sie hat auch nur ein Schälmesser und das macht auch nur plus 9 Angriff zum Obstschneiden. Aber die Lederpeitsche ist nun auch nicht viel besser. Habe ich nicht noch irgendeine andere Waffe? Nee, habe ich nicht. Ich habe ja alles verkauft. Na gut, dann bleibt das mal so. Ich greife mal hier diese Schleimigen an. Weil die haben es nämlich auch verdient, wieder auf den Deckel zu bekommen. So richtig schön hart auf den Deckel. So, und auf den Sack. Was wollte ich denn eben noch sagen? Ich habe es schon wieder... Mir ist es gerade eben wieder eingefallen, jetzt ist es schon wieder weg. Was war denn das? Ist egal. So, weg mit euch. Bams, bams und fort. Aufteilen finde ich nicht so gut, wenn ihr euch nochmal teilt. Ihr seid nicht die kleinsten gemeinsamen Teiler. Klatsch und klatsch. Dolph hat eine Stufe, ein Level abbekommen. Das ist schon mal gut.
So, da ist der nächste Schleim hin. Und der hier kriegt auch nochmal einen Pelz. Hör mal auf hier. Lass die Fehner in Ruhe, du Sack. Ich blicke hier immer nicht durch, wenn alle gleichzeitig angreifen können. Das ist echt... Blicke ich nicht durch. So, jetzt ist Justin komischerweise wieder dran, weil Sue wahrscheinlich geblockt wurde oder so. Ich habe keine Ahnung. So, gut, der ist auch Geschichte. Wie gesagt, das Kampfsystem ist für mich noch ein bisschen... Naja. Aber es ist trotzdem ein tolles Spiel. Davon mal ab. So, Level Up? Nein, noch nicht. Schade. Aber fast. Fehlt nicht mehr viel. Fehlt überhaupt nicht mehr viel. Joa. Weiter geht's. Hier sind noch ein paar Schleimige. Auch diese werde ich nochmal angreifen, weil ich muss die Erfahrungspunkte mitnehmen. Es tut mir leid, dass wir jetzt die ganze Zeit wieder nur kämpfen. Aber das muss ja sein, weil ich halt einfach die Erfahrungspunkte brauche. Ihr seht es ja schon selber, dass ich gegen die Viecher manchmal nicht nur mit einem Schlag direkten Crit hinbekomme, sondern es manchmal halt echt ein bisschen dauert. So. Bei manchen Gegnern gibt es halt einen Crit. Die gehen sie mit einmal tot. Die Fledermäuse zum Beispiel, aber hier diese Schleimkartoffeln, die gehen nicht mit einmal kaputt. Und das ist ein bisschen blöd. So, auf den Sack. Und eben jener welcher kriegt auch nochmal ordentlich vor die Kartoffel. So, hier, bitteschön. Justin nochmal ein zweites Mal, Dankeschön. Und da flog der Pfeil durch den toten Gegner durch. Naja, naja, naja. So, wie viele Erfahrungspunkte kriegen wir? Ich hoffe genug. Nein, immer noch nicht genug. Es fehlen noch 24 bei Justin. Kriegen wir aber hin. Das sollte nicht das große Problem sein. So. Ich renne mal gerade hier runter. Weil jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt kommt mir das Ganze wieder wie eine Ruine vor. Weil man hier irgendwie diverse Sachen machen kann. Wahrscheinlich muss man wieder irgendwelche Schalter aktivieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wir sind ja schon einem eben weggerannt vor einem Schalter. Kann ich hier die Karte? Nein, kann ich nicht. Hä? Wer bist du denn? Wo kam er denn her? Ein Geist? War das ein Geist? Hallo, hallo, hallo. Geist, Geist, Geist. Zwei Geister sogar. Rachegeist und zwei Flambierfledermäuse. Das ist auch geil. Die Flambierfledermäuse. Ja, vielleicht flambiere ich sie. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen einmal. Bam. So, wer ist denn gerade dran? Sue. Sue, greift doch mal bitte den ersten Geist an. Huch. Der ist abgeprallt am Geist. Interessant. So. Hä? Er ist ausgewichen? Kann das sein? Hör mal auf da. Ich mach keinen Damage. Oh, nee. Wieso mache ich denn wieder keinen Damage? Oh, lass doch mal den Justin in Ruhe. Nein, der macht doch wenigstens Schaden im Vergleich zu euch. Oh, Mann. Scheiße. Ich hab nichts zum Wiederbeleben. Oh, ich geh krachen, ey. Mal gucken, was dabei rauskommt. Was wollte ich jetzt machen? Achso. Hä? Nee, warte mal. Ich guck gerade, was... Rachegeist. Status. Ich verstehe diese Anzeige hier unten noch nicht so ganz. Bringt halt nichts. So, hast du noch eine Wiederbelebung? Wundsalbe, Verbandskasten, blaue Pille. Nicht wirklich. Dynamit. Probiere ich das mal. Ich habe keine stumpfen Waffen. Nee, leider nicht. Probier mal Dynamit. Boah! Okay, das war Verschwendung. Ups. Ich glaube, das war ein wenig Verschwendung. Aber effektive Verschwendung, sag ich mal so. Sehr effektiv. So, aber ich glaube, Justin müsste jetzt wieder einen HP haben, wenn mich nicht alles täuscht. Fürs nächste Mal weiß das auf jeden Fall, dass ich hier irgendeinen stumpfen Gegenstand benutze. Aber ich habe keinen stumpfen Gegenstand. Ich habe keinen Stock ausgerüstet. Blöd. Aber gut. Er hat null. Oh, scheiße. Wie kriege ich denn den jetzt wiederbelebt?
Ein Lebenskraft. Stumpf ist Trumpf? Ja, sowieso. Speicherplatz. Ja, Speicherplatz ist leider nicht in der Nähe. Das ist jetzt doof. Kräuter, Wundsalbe, Verbandskasten, blaue Pille, nein. Sie hat leider gar nichts. Es ist leider kein Speicherpunkt in der Nähe. Meine ich. Also lustigerweise rennt er ja jetzt gerade hier noch mit rum in der Party. Ne? Das ist echt lustig. Oh shit, hier geht's nur noch tiefer, wie es aussieht. Und ich habe den Schalter oben nicht aktiviert. Warte mal, jetzt ist die Brücke offen? Ich glaube, da war ich eben, ne? Ich bin einmal... Oh, scheiße, das wackelt! Jetzt war ich erschrocken. Ich habe gerade gedacht, es war vorbei jetzt. Lebenstrank! Oh, was habe ich denn jetzt für ein Glück? Was habe ich denn jetzt für ein Glück? Was für ein Glück? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, was für ein Glück. Leck mich die Füße, das gibt's doch nicht. Boah, ich lacke. Oh, das kann nicht wahr sein. Ey. Warte mal, das ist zu viel. Kräuter. So, bei ihr machen wir mal ein bisschen... halt. Und Sue kriegt auch nochmal Kräuter. Meine Fresse, ey, das kann nicht wahr sein. Oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen erleichtert. Ui. Meine Güte, ey. Scheiße. So, oh, hier wäre der Speicherpunkt. Willst du mich verarschen? Okay, merke. Bevor ich das nächste Mal irgendwelche Items benutze, außerhalb vom Kampf, ich gehe mal in den nächsten Raum und gucke, ob ich da speichern kann. Okay? Erinnert mich bitte dran. Danke. Oh, das kann nicht wahr sein. Ah, scheiß Dreck. Ach, Mann, ey. So, okay. Wir haben gespeichert. Und auf geht's zu den Fledermäusen. Komm her, ihr kleinen Mäuse. Geht's auf die Fleder. Oh, da fass ich mir doch schon wieder an den Kopf, ey. Mann. So. Die Fledermäuse sind dran und kriegen jetzt einen auf den Deckel. Nummer 1 ist Geschichte. Nummer 2 ist auch Geschichte. Plopp. Nummer 3 ist Geschichte und Nummer 4 auch. Ohne eine Gegenwehr. Ah ne, die ist noch da, die habe ich gar nicht gesehen. Zu früh gefreut. Habe ich gerade nicht gesehen, sorry. So, mal gucken. Jetzt müsste ich eigentlich fast schon genug Erfahrungspunkte bekommen haben, um Justin zu leveln, oder? Yo, das hat gereicht. Level up für Justin. Und er bekommt 2 mehr Trefferpunkte. Ne, TP, doch, Trefferpunkte sind das, glaube ich, ne? Keine SP mehr. Warte mal, oben geht's los. Eine mehr, ein Stärke mehr, ein Leben mehr. Leben? Ne, nicht Leben, das ist nicht Leben. Ich weiß gerade nicht, was LEB ist. Weiß ich gerade nicht. Eine Klugheit, nee, 2 Klugheitspunkte mehr, ein Geschicklichkeitspunkt mehr, 2 Trefferpunkte, kein SP und das da unten haben wir auch nicht gelevelt. Macht nichts. Was ist denn LEB? Das kann doch nur Leben sein, oder? Vielleicht Leberwurst. Ich weiß es nicht. Egal. Hier geht's wieder rein. Da möchte ich aber ehrlich gesagt noch nicht rein. Ich gehe mal hier lang. Hier sind wieder so Blutknubbels. Und da ist wieder so eine Statue an der Wand. So ein Statuegesicht, so ein Steingesicht, meine ich. Kommen wir gleich hin. Erstmal die roten Schleimse wegmachen. Schon ekelhaft. Rote Schleime. Boah. So, Nummer 1 müsste damit jetzt auch schon Geschichte sein. Zack, yo. Das war genug Damage für die beiden. So, dann bekommt dieser hier auf den Pelz. Plopp und plopp. Wurfstufe erhöht. Die machen wieder aufteilen. Kleinste gemeinsame Teiler. Au, 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 au. Das tat weh. Das war nicht nett. Rotes Schleimgas finde ich auch nicht nett. Glaube ich. Schloch. Blödes Vieh. Boah, ey.
Ist ja voll am vermehren, die Pennerse. Das war natürlich jetzt Quatsch, was ich mit Justin gemacht habe, aber okay. Ab und zu mal macht man auch mal Quatsch. So, Nummer 1 weg. Plopp. Und machen wir den da oben noch weg. Nicht rumgasen. Ah. Autsch. So, okay, Nummer 2 ist auch weg. Oh Gott, sie haben Verteidigung verloren gerade. Und ich glaube, ich muss mit Sue gleich mal den Puffy-Wurf machen. Hörst du mal jetzt auf? Nicht Puffy-Wurf, den Ra-Ra-Ra-Ra. So. Gerade die Stimme weg gewesen. So, machen wir doch glatt mal. Technik. Ach, guck mal, wir haben einen neuen Dings. Feuergeschosse gegen alle Feinde. Und ich habe mich eben noch gefragt, ob ich noch so eine Technik habe. Aber erstmal heilen. So, anfeuern. Aha. Das ist immer noch bescheuert. Sorry, ich find's lustig, aber es ist auch irgendwo bescheuert. Es ist so dumm. Let's go, Puffy! Ha, schön. Wenn das Spiel eins ist, dann ist es toll. Und zwar richtig toll. Ich kann es immer nur wieder betonen. Es macht mir so viel Spaß. Ich würde es gerne mehr spielen, aber... Nein. Dann sind wir zu schnell durch damit. Das muss auch nicht sein. Nein. Wir haben ja noch einen zweiten Teil auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der zweite Teil... Knüpft der zweite Teil von Grandia an den ersten an? Weiß das jemand zufälligerweise gerade? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir hatten das schon mal. Ich meine nicht.